Na, das hört sich doch schon fast an wie das Weihnachtsglöckchen heute Abend, wenn ihr die Geschichte, die heute die Gabi vorlesen wird, pünktlich hört zum Heiligen Abend. Wenn ihr es früher oder später hört, ist auch nicht schlimm, aber es geht um eine Geschichte vom Heiligen Abend. Und dazu begrüße ich euch, ich, die Kinderbuchautorin Gabi Grosser, euch ganz, 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 ganz herzlich zu Gabis kleiner Geschichtenshow. Ja, und ich habe euch ja versprochen, heute gibt es eine besondere Geschichte. Es ist nämlich die Geschichte vom Ochsen Jonathan, der damals bei der Geburt von unserem Christkind dabei war. Ihr wisst ja, wir feiern heute eigentlich einen Geburtstag. Nee, ich meine, wir feiern den Geburtstag vom Christkind, vom Jesuskind. Und es ist ja ein besonderes Baby. Es ist der Sohn Gottes und das ist vor über 2000 Jahren geschehen und trotzdem feiern wir das heute noch und wenn man Glück hat, bekommen wir sogar Geschenke vom Christkind oder vom Weihnachtsmann. Wir werden das ja heute Abend sehen. Gut, die Geschichte ist lang. Fangen wir gleich an. Die Geschichte heißt, wie der Ochse Jonathan die heilige Nacht verbrachte. Es ist kalt in dieser sternenklaren Nacht, so kalt wie in jener ersten Weihnacht vor über 2000 Jahren. Die Tiere vom Tannenhof sitzen friedlich beieinander. Hab ich Glück gehabt, seufzt Fanny, das neue Schäfchen. Stellt euch vor, der Bauer hätte mich auf dem Tiermarkt nicht entdeckt. Bestimmt wäre ich dann allein. Jetzt gehörst du zu uns, bellt Hugo, der Wachhund. Komm, ich zeig dir alles, ruft Jonas, das Kälbchen. Dort in dem Häuschen wohnen die Kaninchen, auf den Stangen die Hühner, dahinten das riesige Pferd, daneben Rosalie, das Schwein. Und genau hier wohnen meine Mama, Hanna und ich. Nur Hugo, der wohnt überall. Wuff, schließlich bin ich im Sicherheitsdienst tätig, kläfft Hugo wichtig. Übrigens, Hanna, wie spät ist es? Wann geht's los? Wer geht los? Fragt Fanny scharf. Müssen wir bei der Kälte hinaus ins Freie? Jonas kichert. Nö, es ist doch Heiligabend. Hugo meint, dass meine Mama gleich mit der Weihnachtsgeschichte anfängt. Das ist bei uns Tradition. Was? Fragt das neue Schäfchen. Na, Tradition, das bedeutet, etwas Schönes immer wieder zu tun, erklärt Rosalie Schwein. Diese Gewohnheit übernehmen die Kinder, dann wieder deren Kinder. Muh, stimmt Hanna zu. Bei den Rindern ist es seit Jahrhunderten Tradition, dass jemand aus meiner Familie am Heiligen Abend die Geschichte vom Ochsen Jonathan erzählt. Seit ein paar Jahren mache ich das. Später wird mein Sohn diese Geschichte erzählen, damit sie niemals vergessen wird. Und jetzt, leise, die Geschichte beginnt. Heute, vor ungefähr 2000 Jahren, wurde im fernen Bethlehem unser Christkind geboren. Und Jonathan, mein ur-uralter Verwandter und sein Freund, der Esel Simon, waren dabei. Alles fing damit an, dass der Bauer den Ochsen mitten in der Nacht aus dem Stall führen wollte. Aber der sture Jonathan brummte, ich will nicht raus. Auch Simon bewegte sich kein Stück. Deshalb trieb der Bauer die Schafe hinaus. Wie gemein, blökt Fanny dazwischen. Draußen war es finster und kalt. Och, deine Kollegen hatten sowieso gerade Winterlocken, grunzt Rosalie. Außerdem war sonst zu wenig Platz für die Gäste. Psst, nicht verraten, mahnt Hanna und erzählt weiter. Auf einmal entdeckte Jonathan ein geheimnisvolles Licht. Ganz deutlich konnte er es mal durch die halb geöffnete Stalltür, mal durch die Ritzen in den hölzernen Wänden sehen. Es kam von einem seltenen Stern. Dieser Stern hatte einen Schweif, der aussah wie ein Kuhschwanz. Kurz darauf
hörte Jonathan Menschenstimmen. Jemand öffnete die Tür. Im Schein einer Laterne betraten zwei Fremde den Stall, um dort zu übernachten. Die beiden hießen Maria und Josef. Schnell bemerkte Jonathan an Marias kugelrundem Bauch, dass sie ein Baby erwartete. Neugierig belauschte Jonathan seine neuen Stallgenossen. Maria stöhnte. War das ein anstrengender Weg von Nazareth bis Bethlehem? Und Josef erklärte, dass sie nur wegen Kaiser Augustus verreisen mussten, weil der sein Volk zählen lassen wollte. Daher waren auch so viele Menschen unterwegs, um sich in ihrer Geburtsstadt in Listen einzutragen. Pech ist bloß, sprach Josef, dass alle Herbergszimmer besetzt sind. Doch hier bei den Tieren ist es schön und bald werden wir ein Baby bekommen. Ich freue mich sehr. Dann wurde es still in jener Nacht. Mucksmäuschenstill. Die Menschen und der Esel waren eingeschlafen. Eine Zeit lang beobachtete Jonathan den schimmernden Stern, der inzwischen 3 Wandritzen weiter gewandert war. Dabei musste er ebenfalls eingeschlafen sein. Als er wieder erwachte, stand der Stern mit Kuhschwanz hoch über dem Stall und strahlte prachtvoll. Da hörte Jonathan ein leises Schmatzen. In Marias Armen lag ein Menschenbaby. Unser Christkind war geboren worden. Und Maria sagte glücklich, dieses besondere Baby soll Jesus heißen. Zu Jonathans Erstaunen war Jesus ziemlich winzig und völlig nackt, ganz ohne Fell. Deshalb wickelte Maria ihren Jesus in Tücher und Josef legte ihn in Jonathans Futterkrippe. Das musste Jonathan unbedingt Simon zeigen. Vorsichtig stupste er ihn mit der Nase an. Guck mal, flüsterte er, Jesus schläft. Wer? Simon schaute verwirrt umher. Na, das Menschenkind auf meinem Abendessen. Jonathan blies seinen Atem ins Heu, damit das Christkind schön warm liege. Und Simon raunte, ein Baby bei uns im Stall, das ist ein Wunder. Noch mehr staunten die Freunde, als Hirten die Stalltür öffneten. Sie erzählten, ein strahlender Engel hätte ihnen mitten auf dem Feld verkündet, der Sohn Gottes sei hier geboren worden. Jesus, der Retter, soll er heißen. Sofort sind wir losgezogen und alles ist so, wie der Engel gesagt hat. Sodann knieten die Hirten an der Krippe nieder und dankten Gottvater für den von ihm gesandten Sohn. Jonathan murmelte daraufhin, verrückte Nacht, worauf Simon nickte. Aber, meine Freunde, Hanna, die Kuh vom Tannenhof, lächelte geheimnisvoll. Es kam noch besser. Kaum waren die Hirten gegangen, wurde erneut die Tür aufgeschoben. Herein kamen 3 prächtig gekleidete Männer. Es waren Könige, es waren die Könige, Kaspar, Melchior und Balthasar. Sie knieten ebenfalls vor dem Christkind nieder und dankten dem Herrgott dafür, dass er der Welt einen Sohn geschenkt hatte. Und Geschenke hatten die heiligen 3 Könige auch mitgebracht. Gold, Weihrauch, Myrrhe und vieles mehr. Tja, meine lieben Freunde vom Tannenhof, Hanna sieht froh umher. Genau wie bei uns heute war es im Stall zu Bethlehem kuschelig und friedlich. Maria, Josef und die heiligen 3 Könige hockten im Stroh und plauderten leise. Kaspar, Melchior und Balthasar berichteten, dass der neu aufgegangene Stern mit Kuhschwanz Komet heißt und ein Zeichen für die Geburt eines Königs.
Königs sei. Deshalb sind sie dem Stern vom Morgenland bis Bethlehem gefolgt. Und weil sie meinten, dass das königliche Baby in einem Palast zu finden sei, besuchten sie zuerst den König Herodes in Jerusalem. Herodes hatte gepoltert: Ich weiß nichts von einem neuen König, doch gebt mir Bescheid, wenn ihr dieses göttliche Kind finden solltet. Da aber die drei Könige ahnten, dass Herodes kein netter Mensch war, reisten sie, ohne ihm zu verraten, wo das Christkind gerade wohnte, in ihre Heimat zurück. Dem Josef erschien zudem ein Engel, der ihm riet: Fliehe mit deiner Familie nach Ägypten. Der grausame Herodes hatte nämlich beschlossen, den neuen König, also unseren Jesus, durch seine Soldaten suchen und töten zu lassen. So ein Mistkerl, schimpfte Jonas. Seine Mama Hanna jedoch erzählte schon weiter. Weil Herodes Soldaten jeden Moment eintreffen konnten, räumten Jesus' Eltern den Stall auf, um ihre Spuren zu verwischen. Dann fragte Maria besorgt: Josef, wie sollen wir eigentlich unser Baby und all das Gepäck bis Ägypten tragen? Da hatte Jonathan die entscheidende Idee. Sogar das Christkind musste darüber lächeln, so sehr freute es sich. Hey, Simon, alter Lastesel, schmeichelte der Ochse. Möchtest du nicht mal verreisen? Du müsstest bloß Maria tragen. Und natürlich das Christkind. Und vielleicht ein bisschen Gepäck. Simon iaate begeistert und stapfte entschlossen zu Josef. Als auf Simons Rücken Maria, das Jesuskind und das Gepäck Platz gefunden hatten, rief Jonathan seinem allerbesten Freund noch auf Wiedersehen und viel Glück zu. Hanna blinzelt gerührt. Ja, meine Lieben, so war das mit der allerersten Weihnacht. Gleich in jener Nacht beschloss Jonathan, dass diese Geschichte immer an Heiligabend weitererzählt werden soll. Auch ich werde die Tradition fortführen, bis ich das später machen werde, ergänzt Jonas das Kälbchen. Oh Mama, die Weihnachtsgeschichte ist die schönste Geschichte der Welt. Aber, fragte er nachdenklich, wie ging es mit dem Christkind weiter? Hat der böse Herodes den kleinen Jesus gekriegt? Hanna lacht. Nein, mein Schatz. Jesus erreichte mit seinen Eltern sicher Ägypten. Außerdem gab es auch vor langer Zeit, im Jahre Null, bereits Schutzengel. Puh, Jonas schnauft und ihm wird wunderbar warm vor Freude. Nun kuscheln sich Jonas, Fanny und die anderen Tiere gemütlich ins Stroh. Gute Nacht, schlaft gut und träumt was Schönes von Weihnachten, rufen sie einander zu. Plötzlich geht die Tür auf, wie vor über 2000 Jahren. Wer kommt uns so spät besuchen? Gagagakatten, die Hühner. Sind es Menschen auf Herbergssuche? Wispert Hanna. Herberge ist so ein altes Wort für kleines Hotel. Hört man noch in dem Wort Jugendherberge. Oder vielleicht sind es die heiligen drei Könige, kichern Jonas und Fanny. Oh nein, flüstert Rosalie Schwein, das sind Einbrecher. Hugo, du bist Wachhund, tu was. Jawohl, Hugo rennt knurrend zur Tür. Dort steht eine große, dunkle Gestalt. Sag ich doch, ein Einbrecher, quiekt Rosalie ängstlich. Alle sind starr vor Schreck, nur Hugo fängt an, wild mit dem Schwanz zu wedeln. Endlich erkennen auch die anderen Tiere, wer sie besuchen kommt. Nicht die heiligen drei Könige. Wir werden uns überraschen lassen. Es ist der Bauer. Mit einem Korb voll Zuckerrüben, Möhren, Kartoffeln und einem Knochen. Wuff,
Geschenke, wie in der heiligen Nacht, kläfft Hugo. Das ist eine andere wunderbare Tradition, lächelt Hanna. Und ein Weihnachtsgeschenk für mich, juchzt Fanny, bloß weil Jesus Geburtstag hat. Ich bin so froh, dass ich bei euch bin. Klar, wir finden für jeden Freund ein warmes Plätzchen, lacht Jonas. Auch der Bauer grinst breit. Fröhliche Weihnachten, ruft er seinen Tieren zu. Sogleich stimmen alle in den Wunsch mit ein. Fröhliche Weihnachten, bellen, grunzen, mähen, muhen, gackern und wehren sie. Prompt fliegt ihr Ruf vom Tannenhof los. Schneller als der Schall saust er über Felder und Wälder, über Dörfer und Städte, weit, weit durch die Nacht, direkt bis zu dir. Und dir, und dir, und dir, und dir. Fröhliche Weihnachten der ganzen weiten Welt. Dankeschön, ihr Lieben. Dankeschön, dass ihr der Gabi Weihnachtsfrau zugehört habt. Und ich hoffe, die Geschichte hat euch gefallen. Und ebenso hoffe ich, dass ihr heute eine wunderbare Bescherung erleben werdet, dass zu euch das Christkind kommt. Oder vielleicht der Weihnachtsmann. Dass ihr schön überrascht werdet, wünsche ich euch. Und die Gabi, die wird dann jetzt auch Weihnachten feiern. Mal gucken, ob ich auch überrascht werde. Wenn ihr Zeit und Lust habt, schreibt mir, wie neulich der Frederik, malt was Schönes. Ich würde mich total freuen. Und jetzt wünsche ich euch ganz, ganz schöne Weihnachtsfeiertage. Euch und euren Familien und der ganzen weiten Welt. In diesem Sinne, tschüss, alles Liebe, bis bald. Das war die Gabi, das Weihnachtsglöckchen und Musik. Bis dann. Tschüss.